Ja, hallo, mein Name ist Simon Seger. Ich bin einer der drei Geschäftsführer von der Textions GmbH aus Berlin. Wir sind einer der Top 10 E-Book-Plattformen in Deutschland, finden auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-Computer statt, einer der zentralen Säulen mittlerweile im E-Book-Geschäft. Da hat sich viel getan in den letzten 3 Jahren. Wir sind vor 3 Jahren an den Markt gegangen, mit der Idee, die Ersten zu sein, die E-Books auf das iPhone bringen. Damals war es das iPhone, das sexy Device, was es auf dem Markt gab von Apple. Mittlerweile hat sich da eine ganze Landschaft an mobilen Endgeräten aufgetan, die wir mit E-Books bedienen. Was sind E-Books und wie verstehen wir so ein E-Book-Shop und Lesegerät auf so Smartphones und Tablet-Computern? E-Books sind heutzutage weit mehr als das, was man vor 3 Jahren gedacht hat. Es handelt sich nicht nur um die reine Darstellung von Text, sondern es geht darüber hinaus. Interaktive Inhalte, animierte Inhalte, die Verbindung von Hörbuch und Text, Comics etc. Es ist eine große Bandbreite, die jetzt auf reinen E-Reader-Geräten nicht vorstellbar ist, aber auf Smartphones und Tablets-Computer einen großen Absatz finden und sehr beliebt beim Endkunden sind. Ein zweiter Aspekt, den man sich vor 3 Jahren nicht hätte erdenken können oder vielleicht so am Anfang des Horizonts, am Ende des Horizonts vielleicht schon aufziehen hat sehen, ist der Einfluss von sozialen Netzwerken in E-Reading-Software. Das heißt, wie sich Menschen in Applikationen über Bücher austauschen, Bücher weiterempfehlen, untereinander verknüpfen und das, was wir aus dem Leben kennen, nämlich sich über Bücher auszutauschen, sich gegenseitig was zu empfehlen, in das elektronische Medium übertragen. Das machen wir bei Textions, das haben wir uns zum Ziel gesetzt und ich kann nur jeden einladen, einfach mal unsere App herunterzuladen und das auszuprobieren.